Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Watch Dogs 2. Mein Name ist der Allison Burger und ich freue mich recht herzlich, dass ihr hier eingeschaltet habt. Hier, bei mir, auf meinem Kanal. Wir sind jetzt, haben gerade unser neues HQ hier eingenommen. Genau hier, den Bunker von Lenny. Und wir gucken jetzt einfach mal ganz kurz in unsere DedSec-App, was wir denn Neues machen können. Wir haben noch eine Nebenoperation. 112 Dollar. Aber wir können optional auch mal die Hauptoperation wieder weiter verfolgen. Mission verfolgen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Ah, das ist sogar hier ganz in der Nähe. Wie praktisch. Dann rufen wir doch mal gerade unser Auto. Ah, Scout X, haben wir hier irgendwas? Ah, ist wieder alles so weit weg. Das machen wir mal nicht. Hochleistung, der hier bestellen. Komm. Schließen. Jetzt sind wir hier gerade runtergejumpt. Echt jetzt? Aber wir kommen ja hier schnell wieder hoch. Also ich weiß nicht, ne? Gegen so einen schmierigen, stinkenden Bunker. Da gefällt mir unser anderes HQ besser. Ich glaube... Ich bin eher so... Also wenn ich so ein HQ bauen würde, ja, dann würde man mir das, glaube ich, anmerken, weil ich würde sowas ganz schön fast snob aufbauen, glaube ich. Auf sowas stehe ich ja eher. Aristokratisch. Stilvoll. Prunkvoll. Wie auch immer man das nennen möchte. Ja, Forschungspunkte, nee, brauchen wir gerade. Wir haben ja in der letzten Folge noch unsere Skillpunkte etwas verbessert. Überall parken verboten, ne? Ah doch, hier kann ich ja parken. Einparken. War nicht so leicht. Aber geschafft. Schön nochmal die Tür angerempelt von dem Nachbarfahrzeug, so wie sich das gehört. Nicht. Genau letztens passiert. Also nicht mir, sondern der hat mir da die Tür angerempelt. Ist wirklich nur so ein winzig kleiner Kratzer, aber man sieht ihn. Man hat mich übel abgefuckt. Hey Marcus, probier mal Roxanne auf Tangwar. Das ist elbisch. Hey, Sitara. Bring das mal auf den Schirm, Josh. Ist von Miranda. Ihr werdet verfolgt. Ein Freund von mir schickt euch das unter großem Risiko. Passt auf euch auf, ihr seid im Visier. Visier? Was? Das sind wir. Fuck, genau jetzt. Seht euch das an. Jemand beobachtet uns direkt von draußen. Hey! Verdammte Scheiße. Okay, dann machen wir den Scheißer platt! Hey, ganz cool, Mann. Schleicht euch raus. Ich gehe vorne raus und sehe nach, ob ich eine Spur finde. Ja. Das, was ihr gerade eben vielleicht gemerkt hattet, dass... Bin der heraus, wird DedSec ausspioniert. Weihnachtsschmäder. Ich meine, ey! Okay, hör mir zu. Okay. Frage ist jetzt nur, wie finde ich das raus? Drücke V, um NetHack zu öffnen. Da ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir, was du kannst. Oh Mann! Wer sind diese Leute? Die haben tonnenweise Zeug über uns. Mach mir Fotos und wie es aussieht. Das habe ich jetzt absolut verkackt. Oh, das habe ich überhaupt nicht gerafft. Da war ich mit meinen Gedanken noch wo ganz anders. Nee, aber was ich meinte vorhin ist, wir haben ja gerade keine Musik gehört von der Frau, die gesungen hat. Das liegt daran, dass ich das ausgeschaltet habe. Ich hab ja im Endeffekt ausgeschaltet, dass hier Copyright Musik abgespielt wird. Und deswegen ist halt einfach nichts gelaufen. Also sah zwar mega scheiße aus, hat sich mega scheiße angehört, aber hey, ansonsten könnte ich ja gar nichts machen.
Das wäre, glaube ich, noch beschissener. Deswegen ist das, finde ich, eine ganz gute Lösung. Da ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir, was du kannst. Oh Mann, wer sind diese Leute? Das funktioniert ganz gut. Wir haben tonnenweise Zeug über uns. Noch mehr Fotos und wie es aussieht, eine Karte von Joshs Laufwegen. Und anderes. Was zum Teufel? Oh shit, oh shit! Was? Das FBI! Du hast das FBI gehackt! Hör zu, ich bin in ihrem Funkkanal! Jemand will auf unsere Datenquelle zugreifen. Sofort alle Agents hierher! Verdächtigen einkreisen! Ich bin Bundesagent! Scheiße, ich gehe in Deckung! Okay, so funktioniert das ja mal nicht. Je länger du kämpfst, desto schlimmer wird es für dich. Ich klaue einfach den Van. Okay, ich klaue ihn doch nicht. Die knallen mich einfach ab, die Wichser. Fuck, wie mache ich das denn? Das FBI ist hinter uns her. Das gibt's ja wohl nicht. Kann ich da vielleicht auch einfach mit einer Drohne? Ich hab doch meine Drohne hier. Da ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir, was du kannst. Markus muss in der Nähe sein. Das ist jetzt aber unglücklich. Oh Mann! Wer sind diese Leute? Die haben tonnenweise Zeug über uns. Noch mehr Fotos und wie es aussieht, eine Karte von Joshs Laufwegen. Und anderes. Was zum Teufel? Oh shit, oh shit! Was? Das FBI! Du hast das FBI gehackt! Hör zu, ich bin in ihrem Funkkanal! Jemand will auf unsere Datenquelle zugreifen. Sofort alle Agents hierher! Verdächtigen einkreisen! Fraktion sucht nach dir. Spür FBI! Ich hab keine Ahnung, ob das hier klappt. Aber momentan sehen sie mich halt noch nicht, ne? Das funktioniert auf jeden Fall. Was ist denn los? So ein scheiß Anti-Hacker-Demon hat mitgekriegt, was wir machen. Warte mal kurz. Oh Mann. Hier ist nichts. Ich gehe weiter. Bereich gesichert. Gehe weiter. Wurde auch Zeit. Scheiße, den hätte ich tasern müssen. Wir kriegen hier unglaubliche Mengen an Zeug, Mann. Davon müssen wir was ausstrahlen. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt, Wrench. Ha, absolut. Bitte. Oh, Gott sei Dank. Die gute alte Hausfrau. %. Das müssten wir eigentlich über die Technik hier noch aushalten können. Da müssen wir einfach nur... Oh Gott, die sind hier überall. Kein Problem. Die gute alte Holzwand. Das ist eher problematisch. Marcus? Fuck.
Okay. Dasselbe Spiel nochmal. Das fuck FBI. Okay, aber der Weg bis dahin war ganz gut. Das heißt, ich benutze jetzt das Ding. Und wenn der Typ wieder hier hochlaufen, muss ich die tasern. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wir können es mal ausprobieren. Keine Ahnung, ob das geht. Da ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir, was du kannst. So, wir müssen ja nur Markus irgendwie in der Nähe behalten. Oh Mann, wer sind diese Leute? Die haben tonnenweise Zeug über uns. Noch mehr Fotos und wie es aussieht, eine Karte von Joshs Laufweg. Und anderes. Was zum Teufel? Spanngriff, den machen wir mal scharf. Oh shit, oh shit. Was? Das FBI. Du hast das FBI gehackt. Hör zu, ich bin in ihrem Funkkanal. Auf unsere Datenquelle zugreifen. So. Sofort alle Agents hierher. Verdächtigen einkreisen. Schlammt aus. So, FBI. Ich bin nicht verkehrt jetzt. So, wir sind bei 45%. Das ist gut. So, die Bombe wirfst du nicht nach mir. Scheiß Anti-Hacker-Demon hat mitgekriegt, was wir machen. Das machen wir mal scharf. Oh Mann. Das machen wir mal scharf. Deine Deckung nehmen wir dir mal weg. Fertig. Oder auch Zeit. Irgendjemand war doch gerade hier bei mir oben auf dem Dach, oder? Unglaubliche Mengen an Zeug, Mann. Davon müssen wir was ausstrahlen. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt, Wrench. Ha, absolut. Wir haben leider, glaube ich, nicht genug Botnet-Ladungen. Geben Sie auf, wir buchten Sie ein. Aber das macht nichts. Vorsichtig. Wir müssen nur jetzt in der Nähe bleiben. Wir haben noch 82%. Das ist ein ganz schönes Chaos, was hier vorne gerade am Laufen ist. Fuck, jetzt kommen die alle hier hoch, oder was? Schon zu erfüllt. Lass den Van zurück. Marcus, wir sind durch. Hau schleunigst ab. Ah. Aha, hier also! Verdächtiger getroffen! Scheiße, ich gehe in Deckung! Okay. Das lief leider nur so semi-optimal. Wir müssen hier weg. Schüttel die Verfolger ab. Ja, das sagst du jetzt so leicht. Ich hab das scheiß FBI an der Backe. Oh, mein Auto ist weg. Dann nehmen wir halt einfach... What the fuck? Das ist ein Elektro. So, wir müssen da letztendlich nur irgendwie wegkommen. Mission abgeschlossen. Okay, das war jetzt doch gar nicht mal so schwer. Das ging sogar recht gut. 36.000 Follower. Wir sind, haben was gegen das FBI gemacht, Leute. How fucking awesome. Wrench, was macht... Wir legen uns mit dem FBI an, Mann. Wir müssen unsere Kommunikation einschränken. Okay, aber... Minimale Kommunikation, M. Nur persönlich reden. Triff mich an dem Ort. Du weißt wo. Wrench? Wrench? Verdammt.
Dann mal auf ins Café. Marcus, wir versuchen Horatio zu erreichen. Er antwortet nicht und sein Handy bewegt sich auch nicht. Kannst du mal nach ihm schauen? Ich markiere das Handy auf der Karte. Klar. Auge im Auge. Okay, jetzt haben wir aber richtig wilde hier. So, Scout X, wir sind hier. Aber von den Dingern müssen wir ja Fotos machen, ne? Ist es das? Warte, wie kann ich jetzt nochmal... Rückkamera. So, Foto ist gemacht. Was musste ich denn hier nochmal machen? Künste der... Steinballons hier. Kann ich das kaputt machen? Nein. Ja, das stimmt. War ich zu nah dran? Kann sein, dass ich zu nah dran gewesen bin, oder? Habe ich es jetzt bekommen dadurch? Ach, vermutlich kann ich es gerade nicht machen. Nicht ausgekuscht. Die Zeit ist untergegangen. Ja, das geht jetzt gerade nicht, weil hier kein Steinstapler da ist. Sag mir das doch mal einer. Was ein Dreck. So, da vorne ist das Café. Ne, warte mal, wo haben wir jetzt wieder? Ja, jetzt auch viele Forschungspunkte, fällt mir mal gerade so ein. Na egal. Alter, Detzek geht hier gerade gut ab. Aber wir wollen hier weitermachen. Mission wird verfolgt. Ranch im Café treffen. Welches Café denn jetzt? Das hier? Ranch im Café treffen. Ja, das scheint wohl das zu sein. Autoabruf. Hochleistung. Okay. Bestellen. Da steht er. So, also. Scheint wohl so, als ob wir uns jetzt mit dem FBI anlegen. Das ist natürlich ein bisschen krasser. Wir haben ja gerade gesehen, so leicht haben wir das ja gar nicht mehr hingekriegt. Die sind krass, wenn die einen suchen. Und da wir mit Marcus halt direkt in der Nähe bleiben mussten, war das jetzt gar nicht mal so leicht. Sneaky Beaky sein? Weiß nicht, ob das so unsere Spezialfähigkeit hier ist. Eher nicht so, würde ich sagen. Aber das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ich meine, wir haben es jetzt geschafft und es hat 4 Anläufe mal gebraucht. Naja, was ich natürlich ein bisschen nervig finde gerade eben, ist, wenn mir das auffällt. PTSIMA hat diese Session verlassen. Ich will jetzt die Singleplayer durchspielen, nicht, dass hier irgendwie andere Leute noch mit rumeiern. Das finde ich immer doof. Das macht es ein bisschen doof, finde ich. Bei mir ist es mal passiert, da habe ich ein Game gespielt, da wollte ich auch ein Display von machen. Und dann habe ich halt gesprochen und das ist halt automatisch dann ins Game übertragen worden. So, dann hat mir jeder zuhören können dabei. Das fand ich mega scheiße. Und ich habe es irgendwie nicht ausschalten können. Das war so behindert. Das war belastend. Das hat mich wirklich hardcore geärgert. Und dann habe ich dazu keine Let's Play mehr gemacht. Weil ich das so scheiße fand. Das war, glaube ich, irgendein Rennspiel oder so. Da habe ich mich ausprobiert.
Aber ich habe über die Zeit festgestellt, ich bin kein Rennspielspieler. Das hier ist jetzt auch kein Rennspiel, was wir machen. Das ist ja was anderes. Aber so klassische Rennspiele wie Formel 1 oder Forza Horizon oder wie sie auch alle heißen, das weiß ich jetzt gar nicht so. Also einfach nur so irgendwie Rennspiel spielen ist nicht so meins. Okay, das hätte fast funktioniert. Aber auch nur fast. Nicht ganz. So, da vorne müssen wir dann noch einmal rechts, dann sind wir ja quasi schon da. Und dann gucken wir mal, was Markus so zu sagen hat. Mir auch nicht, aber ich brauche dein Geld. So, gebt mir euren Scheiß. 10 Donuts. So, Markus, dann lass mal hören, was du zu erzählen hast. Dir gefällt's hier, hä? Das Essen ist durchschnittlich. Oh. Konntest du schon landen? Ich weiß nicht. Findet sie meine Maske jetzt heiß oder gruselig? Das FBI-Hauptbüro ist im Dellums Building. Wir brauchen die restlichen Daten. Weil hier läuft irgendeine linke Tour ab, Mann. Was Großes. Mehrere Hacker, die ich kenne, haben gemerkt, dass ihnen Vans folgen und so ein Scheiß. Tja, wäre nicht das erste Mal, dass das FBI Hacker rekrutieren will nach dem Motto, mach mit oder stirb. Warum jetzt? Das Timing ist verdächtig, wo wir so beliebt sind. Wie sehr vertraust du Ray? Vielleicht hat er einen Deal. Nein, Mann, niemals. Da kannst du dich drauf verlassen. Okay. Vielleicht hilft uns Miranda? Ja, vielleicht. Sie nutzt immer so eine Autoservice-Geschichte. Ich hacke den Feed und spiele für sie den Fahrer. Kann ich euch was bringen? Ich gehe gerade, aber kann ich dich was fragen? Mhm. Findest du, seine Maske ist heiß oder gruselig? Beides. Bleibst du noch auf eine Tasse Kaffee? Schönen Tag noch. Der hat sie geklärt. Alter. Ja, sie gibt dir so einen Hauch von Wüstenkrieger. Die raue Schale, die mein eigentlich verletzliches Herz verbirgt. Verletzlich, hm. Naja, für dich. Du bist süß. Und gefährlich. Das auch. Okay. Das war's wohl. Oh la la, Ranch. Was geht denn bei dir ab? Ich find sowas immer oberpeinlich. Aber irgendwie ist das gerade geil gewesen. Ja, was müssen wir eigentlich machen? Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Ich fand das gerade das Date-Thema dafür interessanter. Wähle Mietchauffeur in der... Nee, das müssen wir jetzt auch nicht machen. Was ist die andere Quest? Mit dem Mobiltelefon? Ich will aber... Was hier machen? Die Mission wird verfolgt. Ich glaube, das hier ist unsere Velimicha-Fan in der Driver SF. Besorge dir ein Fahrzeug. Achso, das ist die Quest. Besorge dir ein Fahrzeug, um Miranda abzuholen. Ich habe gedacht, was ist das denn jetzt für ein Quatsch hier? Ja, wow, wir nehmen den von einem Supersportwagen den nächsten, oder was?
Wobei, das hier ist wohl eher Sport. Das andere, was wir gefahren haben, ist der Supersport. Und das hier ist jetzt einfach nur Sport. Macht aber nichts. Das macht gar nichts. So, jetzt hier links. Nein, wieder links. Könnte ich aber nochmal überlegen, wer war denn nochmal Remiranda? Name sagt mir was. Aha, ich habe viel zu lange gebreakt hier. Bin übrigens umgezogen, deswegen gab es eine lange Pause. Und dann habe ich jeden Tag Tarkov gespielt. Das war vielleicht der andere Grund für die Pause. Der viel größere Grund. Ich hab's Marcus? Was machst du hier? Hey Miranda, ich verdiene mir nur was dazu als Fahrdienst. Ja klar. Wo willst du hin? Meine Mutter besuchen. Du weißt ja, wo sie wohnt. Bist du meiner Spur gefolgt? Yep, FBI. Dazu darf ich nichts sagen. Wir wollen zurückschlagen, aber uns fehlen noch Daten. Ich muss in ihr Büro in Oakland reinkommen. Du übertreibst es ganz gewaltig, Marcus. Ja, und? Bist du deshalb als mein Fahrer aufgetaucht? Glaubst du, das FBI überwacht mich auch? Hast du uns nicht deshalb verschwiegen, woher die Fotos stammen? Ich war lediglich vorsichtig. Und ich bin vorsichtig, indem wir persönlich reden. Okay, Marcus. Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht betonen würde, dass ein junger Mann, der entdeckt, dass ihn das FBI verfolgt, dringend ein paar Dinge in seinem Leben überdenken sollte. Ein guter Rat. Vor allem ein junger Schwarzer. Schuldig. Gut. Dann hätten wir das hinter uns. Also woher hattest du die Fotos von uns in der Bar? Sagen wir mal, ich habe eine Quelle. Aha. Hat deine Quelle noch mehr, das ich wissen sollte? Es heißt, das FBI ist verstärkt hinter Hackern her. Sie wollen möglichst viele Gruppen abwerben oder erpressen. Weshalb? Sie wollen alle Zero Days kontrollieren. Und sie wollen keine Konkurrenz. Verdammt, wenn das FBI mitmischt, ist Hacking doch gar nicht mehr cool. Das ist kein Witz, Marcus. Die haben DedSec im Visier und die meinen es ernst. Das FBI ist natürlich eine andere Hausnummer. Hier wohnt also die Mutter von ihr. Was das FBI-Büro angeht, ich habe einen Freund, der uns helfen kann. Aber das läuft nach der Moskauer Methode. Was heißt das? Das heißt, es gibt ein altes Münztelefon im Außenbereich von Dallums. Heb ab, identifizier dich als Fred und nimm das Signal auf, das dann kommt. Ach, das ist voll dämlich. Ich gebe dir eine beschissene Bewertung in der Driver-App. Okay, damit können wir aber leben. Und 36.000 neue Follower generiert. Yippie-yay. Schon wieder so ein Kack-Hippie-Teil hier. Ich habe schon wieder Angst, dass mir hier gleich nackte Brüste über den Weg laufen. Fällt mir übrigens ein, ich habe ganz vergessen, habe ich das in der vorigen Folge kontrolliert? Habe ich die rausgeschnitten? Habe ich die zensiert? Ich hoffe es. Ich hoffe, dass ich die Tiddies da rausgemacht habe. Das muss ich unbedingt nochmal nachgucken. Tüte mit Geld. Aber wo? So. Immer noch die Frage, wie komme ich durch? An die Tüte mit Geld. Muss ich ja irgendwie hier auf die Dächer. Das finde ich eher auch grauselig, um wieder mal was zu bekommen. Ich meine, ich muss jetzt hier irgendwie auf die Dächer drauf. Wahrscheinlich. Und dann kann ich erst die Tüte mit Geld mitnehmen. Ja, aber wie kommt man jetzt auf die Kacke hier drauf? Dann muss ich jetzt hier Parcours machen oder was? Ah, wahrscheinlich ist irgendwo ist hier außen dann wieder so eine Leiter oder so ein Kram. Wo ich dann da hochkomme. Oder sowas hier. Naja, das ist natürlich noch... Alter, hör auf, da hin zu pissen, Junge.
Es gibt hier irgendwo wahrscheinlich. Ich raff's nicht. Aber wir können sowas hier benutzen. Steigen wir hier aus. Klettern hier drauf. Hier drauf. Da hoch. Und da hoch. So. Moment. Habe ich Aufnahme gedrückt, oder? Also, wie? Okay. Das klappt jetzt doch noch nicht so ganz gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, wir sind schon mal auf dem Dach drauf. Nur falsches Gebäude. Aber vielleicht kommen wir hier ja einmal komplett durch. Das würde mich jetzt nicht unbedingt wundern. So, Markus, hoch mit dir. Jetzt sind wir ganz oben. Und wir müssen dahin. Ja. Seht ihr? Finde ich eigentlich voll scheiße, dass es so gemacht ist. Markus. Geht doch. Sag mir nicht ernsthaft, dass du hier gefangen gewesen bist. So. Mit Parkour ist das hier gar kein Problem. Das hier können wir hoch. Hier springen wir jetzt einfach rüber. Oh, ich werde angerufen. Aber halt in echt. Ja, das ist meine Mutter. Da kann ich sofort zurückrufen. Ich würde sagen, dann machen wir an der Stelle hier einen kleinen Break. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Watch Dogs 2 mit eurem Allison Burger. Tschüss.